Roulette Kessel Gucken 24.07.2019 Tagesgewinn 2000 Euro Quantenmechanik Autor D. Seltzer McKenzie YouTube. Heute ist Mittwoch, der 24. Juli 2019. Hier im YouTube-Livestream begrüße ich 8 Zuschauer. Ich selbst sitze hier in Süddeutschland auf dem Balkon. Wir haben derzeit über 36 Grad Hochsommerhitze und wir spielen trotzdem heute in Duisburg, aber nur ein ganz kurzes Spiel. Unser Spieler ist in gewisser Weise verwöhnt. Wir haben nämlich gestern kräftig gewonnen. Unser Spieler ist ja noch nach dem Roulette-Spiel von Duisburg nach Eindhoven gefahren, um dort live bei einem von uns gewerteten Fußballspiel dabei zu sein. Wir brauchten viel Tore. Ich hatte mir so gewünscht 3:2 oder 3:3, weil das nämlich erheblich hohe Akkumulationsquoten bringt. Und so ist es auch gekommen. Unser Spieler hat natürlich für keine Mannschaft gejubelt, aber selbst kurz vorher noch in Eindhoven auf eigene Kosten in einem Wettbüro sämtliche prognostizierten Wetten nochmal abgegeben und ist dann anschließend nach dem Fußballspiel als reicher Mann aus Holland zurückgekehrt. Und genauso sage ich das mit den für heute prognostizierten Fußballwetten. Da sieht es ganz hervorragend aus. Es sind ja schon einige Spiele gelaufen, überwiegend unentschieden, und unentschieden hat immer eine sehr hohe Akkumulationskurse von etwa 3. Aber unser Hauptspiel war das große Geld gemacht werden könnte, wird erst heute Abend angepfiffen. Ich sage hier heute mal das gleiche wie gestern. Überlegen Sie, ob Sie jetzt noch schnell ins Wettbüro rennen oder zur Lottoannahme und die Wetten eingeben. Ich möchte, dass wir heute Nacht ganztägig gewonnen haben könnten. Aber wie gesagt, das ist die Hoffnung. Das größte Wettspiel steht eben noch aus, obwohl andere bereits hervorragende Quoten eingespielt haben. So, ich sagte es bereits, wir sind heute in Duisburg und wollen heute kleinere Brötchen backen. Wir werden heute 2 Korps fahren auf einfache Chancen, jeweils mit einem Einsatz von 1000 Euro, und das war's dann. Ich melde mich in etwa einer halben Stunde wieder und schaltet so lang das Mikrofon ab, weil ich denke, dass wir nach einer halben Stunde oder vielleicht erst einer Dreiviertelstunde unseren Satz machen müssen. So, jetzt ist es 15:45 Uhr und der Spieler hat gemeldet, wir sind dran. Ich habe berechnet, am Tisch 8 im Casino von Duisburg müssten nach dem ersten Handwechsel 2-mal hintereinander rot fallen, und jetzt haben wir bereits den ersten Handwechsel. Unser Spieler steht bereits am Tisch und setzt. Und ich warte jetzt mal 10 Minuten oder 15 Minuten, bis er sich meldet und Berichterstatter. So, unser Spieler hat sich zurückgemeldet, es hat alles bestens geklappt, es ist tatsächlich nach dem ersten Handwechsel 2-mal hintereinander rot gefallen, nämlich die 25 und dann die 5. Beide Korps haben wir mit 1000 Euro gesetzt und unser heutiger Gewinn ist somit 2000 Euro. Ich schalte den YouTube Live jetzt ab.